Im heutigen Markenflüster geht es um Bewegungsprofile eines Virus und damit allerherzlichste Willkommen. Warum geht es um Bewegungsprofile eines Virus? Weil dann eben klarer wird, welche Dimension, welche Auswirkungen und welche Regionen besonders getroffen werden. Das kann wichtig sein für verschiedene Märkte, verschiedene Regionen, verschiedene Anlageklassen. Schauen wir uns zunächst mal an, warum Wuhan so denkbar ungünstig ist, dass dort dieses Coronavirus ausgebreitet ist. Wir sehen hier Wuhan und hier sehen wir sozusagen die Flugverbindungen von Wuhan innerhalb Chinas. Und hier sehen wir, dass Wuhan sehr zentral in dieser südostchinesischen Region liegt, in der ja praktisch die gesamte Wirtschaftskraft Chinas stattfindet. Alles andere hier da im Westen, das gehört irgendwie dazu, macht aber für das BIP praktisch nichts aus. Und wir sehen, dass dieser Verkehrshub letztendlich dafür sorgt, dass diese Verbreitung des Virus natürlich maßgeblich und sehr, sehr schnell erfolgt. Wir wissen nach wie vor nicht, wie viele Infizierungen wirklich der Fall sind. Es gibt Berichte darüber, dass die offiziellen Zahlen so ermittelt werden, dass praktisch nur staatlich anerkannte Prüfverfahren in verschiedenen Krankenhäusern platziert sind, aber die sehr dosiert vergeben werden. Das heißt, faktisch dürften wir sehr, sehr viel mehr Infektionen haben. Das nur mal am Rande. Das also hier die regionale Verbreitung, die von Wuhan im Air Traffic, also im Luftverkehr ausgeht. Und wenn wir uns auch mal das Ausland anschauen, die Zahl der Fahrgäste normalerweise, der Fluggäste genauer gesagt, dann sehen wir, dass Bangkok an Nummer 1 ist, Hongkong an Nummer 2, Seoul an Nummer 3. Also Wuhan hatte sehr viel Kontakt zu Bangkok, zu Hongkong, zu Seoul, Südkorea, Singapur, Tokio, Taipei und so weiter und so fort. Dann kommt aber auch schon Sydney, dann kommt auch London etwas weiter hinten, also vorwiegend Asien, aber es gibt eben auch Australien, es gibt London, das mal vielleicht am Rande. Wir sehen dann hier eine Aufschlüsselung verschiedener Geschwindigkeiten. In Wuhan verbreitet sich das Virus mit der parabolischen Kurve, in Innerchina oder in Mainland China fast ähnlich und im Ausland ist diese Kurve noch deutlich geringer. Was wird jetzt passieren? Das ist die große Frage. Wir haben grundsätzlich mal die ökonomischen Folgewirkungen im Blick und hier sehen wir eine Karte, die zeigt, für welche Länder besonders wichtig ist, was da an Zwischenprodukten in China gefertigt wird. China natürlich selbst hier, auch der Nahe Osten sehr stark betroffen. Alles, was hier dunkel ist, ist sehr, sehr stark betroffen. Und wir sehen, dass hier eben vor allem Afrika betroffen ist, dass ja sehr viel chinesische Handys importiert etc. etc. Also wir sehen, dass 20% der Importe auf der gesamten Welt zwischengefertigt werden in China. Das ist also etwas mehr als die 17%, die China als BIP auf die Waage bringt. Und wir haben jetzt eigentlich eine Situation, wo vorher schon in bestimmten Märkten Schwäche war, zum Beispiel Luftfracht. Hier sehen wir den S&P 500 Luftfrachtsektor, ist vorher schon im freien Fall, nämlich ab 2018 schon im freien Fall. Im Prinzip, wir sehen, dass auch etwa die Industriemetalle heute unglaublich stark unter Druck sind. Wir haben den 11. Tag oder die längste 11-Tagesstrecke an negativer Entwicklung seit dem Jahr 2011. Und dann kam eben auch noch konjunkturell einiges obendrauf. Chicago Einkaufsmanager Index mit 42,9 weit, weit unter der Erwartung und so schlecht wie seit 2015 nicht mehr. Das hat die Amis dann so ein bisschen aufgeschüttelt, die ja sonst nicht allzu sensitiv sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Und dann war die Zahl von Caterpillar, die hier nicht so wirklich überzeugt haben. Zwar war die Marge gut bei diesem Konzern, der ja Baumaschinen weltweit vertreibt und daher so ein sehr, sehr guter Proxy ist für die Weltwirtschaft. Und hier sehen wir die verkauften Maschinen im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr. Und hier sehen wir, dass dieser Trend deutlich nach unten geht. Wenn Sie das so empfinden, dass der Trend nach unten geht, dann haben Sie wahrscheinlich irgendwas an den Augen. Also für mich ist es nicht ein Abwärtstrend. Jedenfalls sehen wir hier, dass da ein rotes Bällchen ist. Und das hat Auswirkungen vorwiegend auch auf die Emerging Markets. Wir sehen den MSCI World jetzt mit der schlechtesten Woche seit August letzten Jahres. Es ist vor allem eben die Emerging Markets, die hier stark betroffen sind, denn dort findet oft Rohstofferzeugung oder Rohstoffgewinnung statt und dann wird das Ganze nach China exportiert. Dementsprechend sind diese Märkte besonders betroffen und China übrigens hat sich nicht besonders
amüsiert gezeigt über die Reisewarnstufe 4, die die Amerikaner ja heute Nacht verhängt haben. Da hat man gesagt, ja, das ist the dishonest act, also ein unehrenhafter Akt. Das findet man nicht so toll. Die Grundproblematik besteht ja darin, und das ist vielleicht ein Signal, das heute ausgegangen ist, nämlich Delta, US Delta, diese Fluglinie aus den USA, hat gesagt, wir werden bis 30. April alle Flüge nach China streichen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lufthansa jetzt schon Anfang oder Mitte Februar wieder nach China fliegen wird. Nicht vorstellen, dass British Airways dahin fliegen wird. Das wird also sozusagen alles etwas viel länger dauern. Und das zeigt, dass die Märkte eben gedacht haben, ja okay, es sind vielleicht ein, zwei Tage nach Neujahrsfest. Das ist ja nicht so schlimm, sondern es wird möglicherweise, wie ich heute Morgen im Video schon angedeutet habe, ebenso sein, dass wir bis Ende April diesen Lockdown, diesen kompletten Abschluss von China haben von der Welt. Und die ökonomischen Auswirkungen sind wohl nicht ganz unerheblich. Schauen wir uns nochmal die Charts an, was da passiert. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100. Gestern die Euphorie über Amazon einerseits und dann über die WHO, die gesagt hat, ja, ein paar weniger entwickelte Länder, die wollten wir ja warnen. Das war Verharmlosung vom allerfeinsten, fast unverantwortlich, möchte man sagen. Jedenfalls die Wall Street fand das super. Hier der Nasdaq 100, wie gesagt, mit neuem Hoch. Und dann ging es aber nach Markteröffnung nach unten, nochmal beschleunigt durch den Chicago Einkaufsmanager Index, S&P, ähnliches Bild. Da sind wir aktuell bei 3236 und damit auf dem Tiefpunkt, den wir hier vor ein paar Tagen erreicht haben. Hält diese Unterstützung? Das ist jetzt die Frage. Oder gibt es da einen Rebound? Gibt es da einen Rückschwung nochmal? Wir sehen den DAX, der die 13.000er Marke erfolgreich von oben kommend nach unten durchschritten hat, aktuell 12.954. Und die Charts, meine Damen und Herren, Sie wissen es, von wem die sind oder auch nicht. Wir sehen hier den Euro-Dollar, der nach oben geht. Wir sehen jetzt Dollarschwäche, 1,1079 Dollarschwäche, normalerweise recht gut für Gold. Aber so richtig dynamisch steigt das Edelmetall nicht, 1581, und wir sehen den Crude-Preis jetzt bei 51,39 $. Das wäre natürlich ein Signal, wenn Crude Oil jetzt mal die 50er-Marke unterschreiten würde. Das wäre schon eine Message an die Märkte. Rohstoffmärkte haben das antizipiert, die Anleihemärkte haben das antizipiert mit der Invertierung von Zinskurven. Die Grundfrage, die sich jetzt stellt, sind die Positivfaktoren wie Donald Trump, der natürlich alles tun wird, um den Aktienmarkt nicht absaufen zu lassen, wie die Fed, die natürlich ein ähnliches Interesse hat und eh von den Märkten als Freund und Helfer mit Sicherheitsnetz wahrgenommen wird, sind die stark genug, die Dynamik, die von der Fundamentaldatenseite ausgeht, durch Liquidität zu ersäufen einmal mehr, oder ist da letztendlich die Grenze erreicht und man kann eben das Ganze, diesen Tsunami, wie ich es heute Morgen genannt hatte, nicht aufhalten. Wir werden sehen, wie es passiert, wie es kommt. Jetzt wünsche ich erstmal ein schönes Wochenende. Ich bin gespannt, wie die Märkte am Montag eröffnen werden. Das wird bestimmt sehr tricky. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche das Allerbeste, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.